Habt ihr mal überlegt, wie mir so Videoideen einfallen, beziehungsweise wie ich sie so in den Kopf bekomme? Das zeigt euch dieses Video in 4 ganz einfachen Situationen, wenn ich mal kein Video fürs Wochenende weiß. Jo, jetzt erstmal ein paar Leute auf Skype anrufen. Vielleicht haben die eine geile Idee, was man dieses Wochenende an Videos drehen kann. Jo, Leute, habt ihr irgendwelche Ideen, was ich drehen könnte? Ich habe echt keinen Plan, was ich dieses Wochenende drehen soll. Wie wär's mal mit einer Morning Routine? Bin ich Dagi B? Oder mach ein Beauty Tag oder so ein Schminkvideo. Vor allem Beauty und Text passen voll in mein Kanalkonzept. Text nehmen so wenig Zeit in Anspruch, da kann ich doch gleich in Ask Melly drehen. Aber Ask Melly drehe ich diese Woche nicht, weil es kam ja schon letzte Woche. Er macht nur wenigstens mal so ein Schminkvideo für Halloween. Oder für Fasching, besser gesagt. Ach, hört doch auf, das sind alle Scheißideen, ich gehe. Jo, jetzt erstmal ein Bild auf Insta posten. Ich meine, man kann ja die Community auch ein bisschen auf Insta einbringen. Vielleicht wissen die ja, was ich am Wochenende drehen könnte. So, dann posten wir das Ganze jetzt mal und warten ab, was die Community dazu sagt. Irgendwann später. So, mal schauen, was die Community geantwortet hat. Tags, Challenges, Ask Mellies. Genau das, was jetzt entweder letzte Woche schon kam oder was ich überhaupt nicht drehen werde, beziehungsweise was ich überhaupt nicht drehen kann heute. Das hilft mir auch nicht weiter. So, mal gucken, was die anderen YouTuber so die letzte Zeit gepostet haben. Vielleicht kann man davon eine Videoidee verwenden. Let's Play, Vlog, wieder Let's Plays und irgendwelche anderen Halloween-Videos, die ich eh nie machen werde. Fragen-Antworten-Video. Dinge, die keiner in Bayern sagt. Vielleicht sollte ich sowas auch mal machen. Weil dann wäre es ja Nachmache. Ah, egal. Fällt eh keinem auf. Ich habe für diese Woche noch keine Videoidee. Was soll ich denn als Video drehen? Mal kurz überlegen, spontan. Ich könnte ja ein Video drehen, wie ich meine Videoideen so zusammensammle, beziehungsweise spontan meine Videoideen finde, genauso wie jetzt auch. Jo, Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben oder zeigt es mir mit einer positiven Bewertung unten in den Kommentaren. Das war mal ein etwas kürzeres, aber auch ein sehr spontanes Video, wie im letzten Beispiel schon genannt. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht zu drehen irgendwie und danke nochmal an die beiden Mädels, die mir dabei geholfen haben. Links zu ihren Instagram-Accounts sind echt geile Pages, so Fanpages mäßig. Richtig geile Pages sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder bei einem neuen Video auf diesem Kanal. Haltet die Ohren steif. Bis nächstes Mal. Bis dann.